Gorbitz. Nee, es geht eigentlich wirklich nur darum, dass ich absolut keinen Wert auf Menschlichkeit lege, auf sozialen Stand oder Aussehen. Ich möchte einfach nur meinen prallen Hoden entladen. Und genau deswegen rede ich gerade mit Ihnen. Bin ich da an der falschen Adresse? Nee, wir haben uns selber unterhalten. Nee, es geht um mein Glied. Das würde gern in Ihnen sein. Ach so, na gut. Aber wir haben jetzt dafür keine Zeit. Sie sehen aber so aus, als hätten Sie keine Tätigkeit, die Sie ausführen. Deswegen haben Sie eigentlich viel Zeit. Nee, ich habe ja keine Zeit. Ich unterhalte mich ja gerade mit der Dame, also habe ich keine Zeit. Ach, das ist eine Frau? Was haben Sie denn gedacht, was das ist? Ein Hund. Ja, das ist ein Hund, ja, da haben Sie recht. Ach so, na gut. Dann möchte ich Ihnen noch viel Freude mit dem Hund. Ich muss kaufen. Ich muss... Interessiert mich nicht jeder eine Euro, sonst kommt er mir rein. Ich muss immer kurz auf Toilette, ich war hier essen. Ich war hier essen. Das ist einfach schön. Ich gebe dir den Chai holen. Oh, yeah. Und ich bin schlecht. Entschuldigung, sind Sie bereit für eine herzliche Kotspende? Ich bin erkältet. Na gut. So, werden wir mal. Wie bitte? Max, ich muss hochkommen. Nein, ich habe nichts bestellt. Wie bitte? Ich habe nichts bestellt. Sie haben einen Schwanz bestellt. Warte hier. Was denn? Junge! So, da ich dich lange nicht mehr besucht habe, werde ich natürlich erstmal dein Zimmer inspizieren. Was ist denn das? Ich hatte die Zeit, um aufzuräumen, aber ich habe es einfach nie gemacht. Ihr seht das Gehäusigwald. Wir sind gerade dabei, eine Pizza für 1,50 zu verspeisen. Lass den Müll einfach zurück. Lass ihn einfach zurück. Genau. Feinste Musche. Ich bin jetzt im Polen. Schiemens! Schiemens! Feinstes Gepäck! Gepäck! Geben Sie mir bitte alles! Was soll das denn jetzt sein? Na, Mischi? Ich hätte gern so einen Tannenbaum hier. Der Baum! Fleisch, tote Tiere, gewolftes Rind, aufgespießter Schwengel. Ihhh.